Herzlich willkommen zu Jagd Mr. X zur Aufgabe B1 des Känguru-Wettbewerbs 2018. Raphael hat Quadrate und Trapeze aus kariertem Papier ausgeschnitten und aus diesen Teilen ein Boot gepuzzelt. Wie viele Teile hat er dazu gebraucht? Waren es 5, 6, 7, 8 oder 9 Teile? Er hat also Quadrate und Trapeze verwendet. Und wenn wir uns jetzt das Boot einmal ganz genau anschauen, dann fällt uns etwas auf. Wenn ihr euch einmal die linke Seite anschaut, dann haben wir hier eine Schräge. Und eine Schräge können wir nur dann puzzeln, wenn wir ein Trapez verwenden. Also muss sich hier unbedingt ein Trapez befinden. Und wenn wir uns einmal die rechte Seite anschauen, auch hier haben wir eine Schräge, also muss hier auch ein Trapez gepuzzelt werden. Und in der Mitte, da befindet sich auch ein Trapez, nur dass das Trapez gedreht wurde. Und wie sieht es mit dem oberen Bereich aus? Diesen oberen Bereich, den können wir mit Hilfe der Quadrate puzzeln. Und zwar benötigen wir genau 3 dieser Puzzleteile. Und wie viele Teile hat er nun dazu gebraucht? 3 Quadrate und 3 Trapeze, das sind insgesamt 6 Teile. Also muss die Antwortmöglichkeit B die richtige sein. Er hat 6 Teile dazu gebraucht. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln und bis zum nächsten Mal.